Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, erstmal sorry wieder fürs Ausfallen der Folgen, aber jetzt geht's rund. Jetzt nehme ich mal ein paar auf am Stück und freue mich mega auf die Story. So, rumgejammert zu Ende, geht's los. Ja, auf der Map geguckt, unser Ziel ist es, betrete die verfallene Ruine. Die ist relativ weit weg noch, ne, da hinten am Arsch der Welt. Kannst du nicht mal sehen. Das heißt, wir müssen wo lang gehen? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo es lang geht. Da rutschen wir nur runter, wenn wir die bekloppen. Also wir gehen einfach mal. Mal gucken. Habe ich das schon durchgeschnitten? Habe ich schon. Und überlege erstmal, wo ich lang muss. Erstmal machen wir ein paar Spinnchen tot. So. Ah, Russer. Und ich habe keinen blassen Schimmer. Wir haben ja jetzt so Krallen, mit denen wir klettern können. Ach, ich weiß ja, wo wir sind. Und unser junger Jedi hier, der wird immer, immer stärker, ne? Der wird immer besser. So, wir müssen auf so rote Wände achten. Hier. Aber hier, wirklich? Echt, also was man alles bedenken muss mittlerweile. Ich denke ja, dass das ein Geheimnis hier ist, oder? Sieht doch wieder aus wie... Oh, nö. Alles gut. Muss ich denn hier lang oder nicht? Was ist das? Hä? Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Da geht's auch lang. Und da geht's lang. Jetzt gucken wir auf der Map. Jetzt wird ein bisschen tricky. Ich habe das Gefühl, wir laufen da rückwärts. Aber das sieht aber vom Weg her genau richtig aus. Also nach oben lang. Wir dürfen ja hier noch nie lang. Ne? Wir dürfen ja seit den Krallen hier hoch. Die wir von den toten Stibitz haben. Das Spiel ist wie ein Film gemacht, also richtig gut. So. Also sieht das wie eine Bombe aus. Direkt rein und wir können rechts rumgehen. Ein Echo. Ein Blumentopf-Echo. Nee. Die Schwester der Nacht hat mit der Schale Tränke hergestellt. Einige Medizin, andere waren Gift. Also da geht's rum, aber wir gucken trotzdem erstmal hier rein. Hui! Und verpassen nicht diese schöne Kiste. Wäre zu ärgerlich. Hey, BD, sieh's dir mal an. Oh, du hast was gefunden. Tag der Dian. Irgendwas? Ist nichts, ne? Ist aber so eine Höhle. Aber ist auch ein ziemlich tödlicher Abgrund. So. Dann bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet. So falsch aus. Vom Weg her. So nach unten wieder. Wenn wir mal gucken, ist das ja oben. Aber wir laufen schon. Ja, wir laufen richtig. Also gegnerlos. Das irritiert auch noch dazu. Und so dunkel. Hier auf jeden Fall nicht runterfallen. Das ist ja irritierend. Hier ist nämlich gar nichts. Da. Aber wir sollten die Gegner auch hier hinkommen. Nein. So tief kann ich nicht springen. Das ist doch sowas von falsch. Also, nee. Ach, was soll's. Es müsste weiter da lang gehen. Bin mir nicht so sicher. Rechts rum? Ich habe das Gefühl, wir waren hier schon.
Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon. Ich bin zurückgelaufen. Aber warten wir erstmal ab. Denn diese roten Wände sind ja neu. Ah, gut, dass ich das noch gesehen habe. Ah ja, hier. Kratzwand. Oh! Wie fies! Bereit zum Sterben, Jedi? Deine oh. Niederlage ist sicher. Das du! Wo ist er denn? Brüder, helft mir! Ja, kann ich so das machen, ne? Besser, wenn er schießt, so ich komm zurück. Durchbrecht seine Verteidigung. Diese Wegesucherei. Wow. Ich weiß doch gar nicht wohin. Also da ist auf jeden Fall. Ach, guck mal hier, sind zwei. Die nerven aber ganz schön. Wow. Ah, die klappen sich wieder hoch. Wartet ab. Ja, stehen hier. Oh, was, ey? Also, wie schwer ist das denn bitte? Zeit. Das ist, du kommst kaum dran. Was? Doppelsprung schon, aber. Wie weit soll das denn? Ach, da hinten die Wand. Scheiße, nee. Viel Glück. Das ist die Brücke zu ihrem Dorf. Sie rechnen nicht mit unserer Rückkehr. Trotzdem, es muss auch unauffälliger gehen. Da ist bestimmt eine Kiste unten. Mhm. So kann man das auch mal machen. Keine Angst, BD1. Ich wusste hiervon nichts, als ich die Brücke runtergezogen habe. Ich wollte nur sehen, was passiert. Ich habe die Brücke gar nicht. Auf Kashyyyk. Kiste haben wir gesehen. Hey, ich liebe diese Kisten einfach. Du musst es einfach wissen, stimmt's? Was ist es, BD? Vagabund. Er ist gefährlich. Wir sollten ihn töten. Nein. Wir bringen ihn zu Bruder Viscus. Der Gefangene. Anpassung. Der Vagabund hier, so Mexikaner. Boom. Also von dem Weg her bin ich, glaube ich, gut gelaufen. Hey, BD, siehst du mal an. Ego-Perspektive hier. Oh, du hast was gefunden. Dolovit, sollte ich das nicht unbedingt finden? Also eine Holzwand kann er mit der Nacht nicht wegschieben.
Dolovit soll richtig geil aussehen. Bis wir jetzt wieder das Schwert verändern dürfen, wird noch etwas Zeit im vergehen. Sicherheit geht es darunter. Du wirst dich nicht zurückziehen. Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Dieser Kampf gehört mir. Der Jedi blutet. Überhaupt nicht. Meine Lüge, Alter. Schläge sind schwach. Hat dich geblockt. Kommt, Brüder. Du hast keine wahre Stärke. Ein Laserschiff. Getroffen. Wo bleibt dein Können? Du wirst untergehen. Bleib standhaft gegen ihn. Achtung, Brüder! Achtung! Mein Gott, nee, eigentlich ist die Spinne mal mehr fast tot. Noch ein Stimp! Erholt sich! Bereite dich auf den Tod vor, Mistkerl! Das hat er gesagt, als er tot war. Der Camper, ey. Na komm. Mehr als Beinarbeit hast du nicht drauf? Nö. Ja, was soll ich da machen? Du bist doch da oben. So. Wohin muss der Scheiß wieder? Da wahrscheinlich, ne? Nein. Natürlich hat es. Hui. Ich sehe dich, Fremder. Gib dir mehr Mühe, Schwächling. Mach ich doch. Die Leute sind aber auch im Gegensatz zu anderen stark, ne? Ey. Willst du nachsehen? Kein Feuer. Ja, sehen wir es uns an. Apellium. Luli. Was? War das ein anderer? Kommandant bestimmt oder so. Guter Scan, Betty. Hä? Fremder! Stirb, Eindringling! Ich will nicht länger auf Anweisungen der Schwester warten. Wir müssen uns um den Eindringling kümmern. Mach doch nur Rambazamba, der Eindringling. Das ist voll unrealistisch, dass man da nicht durch kann. Ein Schiff ist in den Sümpfen abgestürzt. Sei vorsichtig. Ich spüre große Gefahr.
Da geht's nicht leer, dann kannst du hier lang gehen. Boah. Ja, Hammer hoch aus. Du wirst vor mir niederfallen. Bist du dir sicher? So, da. Das ist zappelig manchmal. Die Hinwege sind echt so hyper mega lang manchmal. Ich würde mir dann ja nicht trauen, auf den Brettern rumzulatschen, ey. Alter Schwede. Was haben wir denn da? Nix. Hast du das Grab gefunden? Fast nicht. Wurde allerdings abgelenkt. Grease verhält sich seltsam. Er will jemanden vor der Mantis gesehen haben. Datumir zermürbt ihn. Das ist bei ihm völlig normal. Geht's dir gut? Ich halluziniere nicht, also... Ja, ich verlasse ein Dorf der Brüder der Nacht. Ich nehme die Spur wieder auf. Hört sich an, als kämst du zurecht. Klar. Ja, BD und ich schaffen das. Story-Modus sei easy. Mein Gott, oder lange. Heimgang. Nee, hoffentlich. So. Hier! Wo bleibt dein Kern? War das ein Treffer? Du wirst untergehen! Dein Tod ist sicher. Wow. So, der kann darüber, aber hier gibt's auch noch was. Was ja eine Abkürzung ist. Ich bin mir fast sicher, dass es da falsch ist. Ich kam ja gerade erst da wieder raus. Weil du kannst dir nicht merken, wo du lang musst, ohne Witz. Hast du Spaß, BD? Ich hab bestimmt richtig Laune, der BD. So, erstmal ausruhen. Und dann gucken, was wir investieren können in was für ein tolles Machtding. Erhöht jeden Lichtschwertschaden. Will ich gar nicht lange überlegen. Schon so viel? Sind wir bald fertig hier oder was? Okay, das mache ich ja so immer Mausklickerei wie ein Bekloppen. Boah, ich wollte schubsen. Brüder, helft mir! Okay, es ist wieder doof. Es hat mehrere Wege. Da geht's doch lang. Da. Ach, scheiße, jetzt habe ich wieder Erinnerungen erst. Wo ist denn der alte Mann? Haben die Brüder der Nacht ihn geholt? Wir wurden ja hier nur runtergeschubst. Und der Jedi! Und da kommen wir unmöglich vorher hoch, wegen den Krallen. Auf geht's im Tempel. Es muss das Grab sein. Oder Grab. Alter, das ist aber ein krasser Typ gewesen bei so einem Grab. Zugegangen. Was ist bei dir?
Dann müssen wir die Vasen jetzt scannen. Mein Freund, wir suchen ein Astrium und befinden uns in Kutschetska. Willst du nachsehen? Ha, da war wirklich was drin. Da ist immer was drin. Astrium, ich komme. Was immer das war, es ist weg. Hä? Im Ernst? Ich soll hier rein, aber ich soll nicht hier rein. Geblockt. Wo ist das Rätsel zu lösen? Wir sind doch jetzt hier eingesperrt, oder? Guck, ein Boss mit Sicherheit ist. Ja. Ziel erreicht, aber. Okay, schon mal. Also irgendwie muss es ja weitergehen. Immer es war, es ist weg. Ich mach mal, vielleicht soll man ja meditieren hier oder so. Stimmbehälter. Siehst du, man musste meditieren. Wenn ich das jetzt noch nie gemacht hätte, was wäre dann gewesen? Hätte ich jetzt gedacht, ich wäre ein Bug. Oh, wie cool das hier aussieht. Aber wir sind beim Imperium. Hey, Cal. Hey, Klon. Lust auf eine Revanche später? Ja, jederzeit. Klingt gut. Gehst du zum Training? Immer. Okay, dann sehen wir uns später. Tschüss. Du solltest dich beeilen, Cal. Jaro hat nicht viel Geduld. Geht nicht mehr, ich wollte hier das nerven. So typisch Kind. Ja, das heißt, wir kriegen bald neue Befehle. Endlich. Ich bin froh, wenn ich hier wegkomme. Du hast es aber eilig. Master T'Pol hat mich zum Training gerufen. Du schaffst das, Junge. Master T'Pol. Warte doch, oder? Also wie lieb die Klone sind, ne? Ach, die sind nur dafür da, oder was? Master T'Pol. Padawan, Zeit für deinen Unterricht. Ja, Meister? Du musst uns erreichen und lass mich nicht fahren. Gut. Konzentration, Padawan. Ja, was? Bist du doof oder was? Soll ich das denn machen? 8 Kilometer weit. Ich hab das. Los nochmal. Einen Trick gibt's aber, den habe ich auch nie gelernt. Plane deinen Weg, bevor du ihn gehst. Nein, das ist ja wertvolle Information. Also, wer da ist, was so. Will ich da einfach hochspringen? Unser Glück selbst. Hab ich jetzt beschissen? Du bist fast da. Heilung, Kerl! Kein Scheiß, Mann!
Ah, guck mal da. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Wow. Erfolg und Fehlschlag. Leben und Tod. Licht und Dunkel. Getrennt durch deine Einstellung zu ihm. Oh. Wow! Ha, echt fies, Commander! Fokussiert! Voll konzentriert hättest du diese Ablenkung vorausgeahnt! Besser, Padawan! Komm zu mir! Ich springe aber auch, ne? Ich weiß nicht wirklich, wo ich hingehe, so. Wir werden mit einer Aufwärmübung beginnen. Doch zuerst haben wir Befehle. Braka ist gesichert. Schon bald rücken wir nach Mygeto aus. Ja. Du musst... Ja. Meister, seid ihr okay? Irgendwas stimmt nicht. Nein, nein! Was geht hier vor? Warum war der Commander? Padawan, etwas Schreckliches ist im Gange. Oder 66. Die Klone haben uns hintergangen. Deine Fragen müssen warten. Es ist keine Zeit. Wir müssen sofort das Schiff verlassen. Schnell! Zu den Rettungskapseln. Und nimm die Wartungsgänge. Wir haben das trainiert. Erinnerst du dich noch? Ja, Meister. Und was wird aus euch? Ich sorge für Ablenkung und komme dann wieder. Wenn ich bei deiner Ankunft nicht da bin, geh ohne mich. Wir sehen uns auf Braka wieder. Hast du das verstanden? Ja, Meister. Sie kommen. Ich werde zwar die Drucktüren schließen, aber wenn sie dir begegnen, darfst du keinesfalls zögern. Geh. Möge die Macht mit dir sein. Ist das kleiner Jedi jetzt Leute töten? Geh. Los! Greift er! Er schießt ihn! Nein, greif! Das ist krass gemacht. Der Paul ist unterwegs. Wir brauchen Verstärkung. Töte die alle. Muss dran ziehen, um durchzukommen. Boah. Das ergibt keinen Sinn. Was ist hier los? Und die Stimme. Sind Erwachsene. Der Kleine ist verschwunden. Sucht überall. Er kann nicht weit sein. Sucht wieder aus. Hey! Was war das? Haltet die Position. Ich sehe nach. Oh. So. Mini-Mega-Jedi schon, ey. Verluste. Der Paul hat mehrere Trupps ausgeschaltet. So vor uns schießen. Verstanden. Ich versteh's nicht. Was ist passiert? Was war das? Da ist er in den Wartungsgängen. Wer wird das so sein? Ich glaube, hier ist der Turbolift. Danach ist es nicht mehr weit. Da ist der kleine Tod. Ich habe Sichtkontakt zu dem kleinen Padawan. Er ist im Turbolift. Ich bin im Turbolift da. Ich schaff das. Natürlich. Ich stehen bleiben. Schalte den aus, dann holen wir uns Support. Padawan, dein Lichtschwert. Tut mir leid, Meister. Weiterklettern, wir treffen uns vorne. Boah, das ist krass gemacht, ey. Jensehaut. Wo klettern, da klettern. Hm?
Nein, die werden sie auch nicht. Direkt vor uns ist ein Override. Du musst ihn aktivieren, wenn wir fliehen wollen. Ja, Meister. Ich hab kein Lichtschwert mehr. Ja, aber er kommt nicht durch. Es dauert so lange, die Türen mit dem Lichtschwert aufzuschneiden. Wir warten hier, bis er umstellt ist. Und hört ihr das? Bereit machen! Verzeihung. Los, Padawan! Wir müssen sofort weg! Können wir fliehen. Der Krieg ist nicht vorbei, mein Padawan. Halte die Stellung. Warte auf das Signal des Rats der Jedi. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Ja, Meister. Mit dem Fliegen und der fängt an zu schimmeln. Scheiß Geschichte. Nein, die war gut. Die war mega, ey. Boah. Padawan. Es ist Zeit für die Ausbildung. Ernsthaft? Ist das ein Bossgegner oder was? Wille ist schwach und du hast keine Disziplin. Deine Angst kostete mein Leben. Gar nicht. Also Moves funktionieren gar nicht bei denen. Du hast kein Rückgrat. Ja. Mein Blut an deinen Händen, mein Schüler. Du bist ein Versager. Schwächling. Ein Verräter. Ich tue gar nicht. Du bist kein Jedi. Ja! Oh, mein Ohr tut weh. Ist es kaputt oder was? Es ist kaputt. Der Kristall zerbrach. Nutzlos. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Krass, Alter. Was für eine Geschichte, ne?